Hallo, hier sind wir wieder beim Fischclan. Und ich starte gerade wieder das Spiel. Ja, ich nehme immer noch mit Handy auf, weil ich es noch nicht hingekriegt habe mit dem Ganzen. Und im Hintergrund habe ich auch noch den Fischclan offen. Falls ihr wissen wollt, wie das auf einem Computer aussieht. Ne, ich habe hier mein Profil offen. Das Spiel müsste gerade laden. Das sieht immer so aus, wenn das Spiel lädt. Und heute sehen wir, was aus diesem verrückten Fischclan geworden ist. Für die, die den Namen immer noch nicht mitgekriegt haben, das Spiel heißt Wildlife Park 2. Ich spiele die Dino World, weil es da eben Dinosaurier gibt. Das spiele ich am liebsten. Und dann gehe ich hier hin, tippe auf, Sekunde, wo ist die Maus? Da, auf Spiel laden. Dann auf Fischclan, dass da hier steht, die Geschichte der trauernden Löwen. Das ist eine andere Welt von mir, die ich bis jetzt noch nicht gezeigt habe. Wenn ihr wollt, dass ich sie zeige, schreibt in die Kommentare. So, jetzt lädt es. Und jetzt stelle ich euch wieder hier hin. Ich hoffe, man kann etwas sehen. Ich hoffe wirklich, dass man was sehen kann. Und ja, ihr habt euch entschieden, dass ich die Welt nicht neu starten soll, sondern fandet es lustig, dass es so verrückt ist. Und jetzt. Ja. Jetzt seht ihr hier einen Habichtpfote, der trinkt. Perlenschweif wurde verletzt. Okay. Mondpfote. Okay, Perlenschweif ist offiziell nicht mehr am Leben. Okay. Wolkenhimmel, weißt du hast mich ja getötet. Wolkenhimmel? Ja, Wolkenstern. Du bist jetzt die neue Anführerin unseres Clans. Und Tigerpfote geht mal wieder schwimmen. Ja, wir alle wissen, dass er bekanntlich so gerne schwimmt, wie Jagd. Tigerpfote, willst du uns verraten, wann du deine Jungen bekommst? In 46 Tagen sind sie da. Und in dem Spiel vergehen die Tage ziemlich schnell. Jetzt hoffe ich wieder, dass man was sieht. Ja. Tigerpfote, was wisst ihr, was man bei dem Spiel kann? Auch kann man kann in das Tier reingehen, dann sehen wir, was das Tier gerade sieht. Also das ist das, was Tigerpfote gerade sieht. Und wenn er sie jetzt erhebt. Und hier sieht man auch da, wie er sich bewegt und so. Und jetzt, wenn er läuft, dann laufen wir gleich mit. Guck, ich habe meine Hände nirgends dran. Das ist gerade Tigerpfote. Das kann man bei dem Spiel auch. Ja. Er läuft hier gerade rum. Aber ich gehe hier wieder raus. Und. Hier ist der Salamanderschatten. Sein größter Wunsch ist es, im Moment über ein Hindernis zu springen. Hier sind Steinchen. Und es ist ziemlich nah am Zweibeinerort. Ich kann den Zweibeinerort auch nochmal zeigen. Hier sind so Zelte und alles. Und hier haben wir eine Fischzucht. Ja. Das könntet ihr im Fischclan auch mal machen, in dem RPG, zum Zweibeinerort gehen oder die Fischzucht plündern. Das wäre bestimmt lustig. Und dann haben wir hier einen Pferdeort und einen Schafsort. Die Schafe haben komplett leer gegessen. Dann brauchen sie was Neues zu fressen. Hat sich das gereimt? Ich glaub schon. So, wie steht es um die Pferde? Oh. Ja, muss ich ja mal brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. Ich habe vergessen, die Mineralien reinzutun. Und wie wär's noch mit ein bisschen mehr Gras? So, wunderschön. Und die Menschen, die Zweibeiner, stehen hier rum. Was machst du, Herr Müllmann 1? Ich nenne dich jetzt Karl. Heinz, Otto, Stein,
Metz. Karl-Heinz Otto Udo. Der hat vier Namen und einen Nachname. Hallo, Karl-Heinz Otto Udo Steinmetz. Ja. Ich könnte auch mal weitere Charaktere erstellen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, Feuerpfote ist weiblich, oder? Guck, dann nehme ich hier eine Katze, setze die hier rein und nenne die Feuerpfote. So. Gut. Okay. So, brauchen etwas mehr Fisch. Habe ich gerade bei der Fischzucht angemeldet, dass wir mehr Fisch haben wollen. Weil hier oben sieht man auch, was man von allem hat. Man hat nämlich nicht unendlich von allem Fisch. Aber wir haben jetzt wieder 18 Kilogramm Fisch. Und jetzt können wir den Katzen auch was zu fressen geben. Unsere Vorräte sind schon wieder aufgebraucht. Aber Feuerpfote, du wolltest ja Fisch haben. Da hast du deinen Fisch. Frische Fische auf den Tisch. Das. Okay, ja. Wo sind die Enten? Ich brauche ein paar Enten, damit ihr sie jagen könnt. Da unten hockt schon eine hinter dem Mais. Ich glaube, da gab es da kein hohes Gras hier. Deshalb habe ich Mais genommen. Da. Du hast Hunger? Dann jagt die Ente Feuerpfote. Guck, er jagt sie jetzt. Und hier ist Salamanderschatten. Ja. Hier glaube ich auch zum Fisch, oder? Ist das. Und habe ich Pfote als Hund. Ah, schon 34% Paarung. So, jetzt frage ich mich, wo ist der Rest? Hier haben wir. Mondpfote will über ein Hindernis springen. Okay. Ja, da ist ein Stein. Da kannst du springen. Prima, Mondpfote. Springen. Mondpfote sieht als Hund so. Ach. Und Adlerpfote ist auch ein Hund. Und Habichtpfote. Ja, sorry. Guck, ich habe hier rote Katzen und ich habe hier graue Katzen. Dann habe ich braune Hunde. Hellbraune Hunde, weiße Hunde. Wenn möglich auch noch ein Waschbär, aber ich glaube nicht, dass er sich so gut als Katze eignet. Einen Fuchs hätten wir auch. Oder einen kleinen Panda. Oder was weiß ich. Ja. Hyänen hätten wir noch. Aber ich glaube auch nicht, dass das so tolle Katzen sind. Da der Polarfuchs hier sieht toll aus wie eine Katze, aber der. Tigerpfote hat gerade ihre Jungen bekommen. Okay, Tigerpfote. Eine Frage. Wie willst du sie nennen? Du hast ein Männchen geboren. Ich mach mal Pause. Dann ein Weibchen. Und noch ein Männchen. Und noch ein Weibchen. Du hast zwei Jungs und zwei Mädchen geboren gerade. Bravo, Tigerpfote. Du hast sie in der Wüste geboren. Und ja, ich bringe jetzt mal ein bisschen Fisch hierher. Und jagen müsst ihr dann auch gleich noch. Ja, wo sind die Enten? Habt noch welche? Ihr jagt jetzt einfach. Geier. Da haben wir Geier, die könnt ihr jagen. Tigerpfotes Tochter, ich glaube nicht, dass du schon alt genug bist, um einen Geier zu töten.
Ah, hier dieser Geier, der wurde jetzt niedergerangen von Tigerpfotes vier Jungen und Tigerpfote war daneben und hat zugeguckt. Ja, Tigerpfote, du bist so eine tolle Mutter. Du lässt deine Jungen für dich jagen. Ach, das würde ich auch machen, wenn ich. Nein, nein. Und Feuerpfote holt sich halt den anderen. Gut. Dann haben wir hier noch Adlerpfote. Und wo ist Mondi hin? Mondi. Where are you? Mondi. Ja, okay. Mondpfote ist da. Gut. Ja. Ich glaube, ich sollte sie alle mal wieder zurück ins Lager bringen, weil die sind schon ein bisschen weit entfernt. Und es ist nicht gut für Junge, so weit entfernt von der Kinderstube zu sein, wenn sie gerade erst geboren worden sind. Ich meine, Heerfeder, Löwenglut und Distelblatt wurden auch nicht im Lager geboren, aber sie sind danach gleich ins Lager gewandert. Also wandert ihr bitte auch mal schön zurück ins Lager. Hier. Und noch eins. Und im Tigerfoto, du musst dann in mein RPG schreiben, wie deine Jungen heißen sollen. Also, du hast vier orangefarbene Jungen bekommen. Und ja. Sekunde, das ist, glaube ich, nein, das ist der Bau der Schüler. Die Kinderstube ist hier, oder? Und der Bau der Heiler ist 2 Kilometer weiter weg. Und hier haben wir noch Salamanderschatten. Du kommst auch zurück ins Lager. Und Perlenschweif gibt's nicht mehr. Oh, Wolkenstern ist trächtig. Von Mondpfote. Mondpfote, warum betrügst du Adlerpfote? Mondpfote, sowas macht man nicht. Und dann auch noch Wolkenstern. Sie ist viel älter als du und sie ist. Sie. Okay. Schön. Es sind alle verrückt geworden. So. Und ist das Gebüsch bequem, habe ich Pfote? Ja, dann ist gut. Ich fasse es nicht, dass Mondpfote so untreu ist, dass er Adlerpfote betrogen hat. Und Wolkenhimmel ist tausendmal älter als er. Und nein, das macht ihr jetzt nicht. Nein, das ist nicht dein Ernst, Habichtpfote und Adlerpfote. Das ist nicht euer Ernst. Seid ihr alle verrückt geworden? Glückwunsch, Adlerpfote. Auch du bekommst in 57 Tagen Junge. Diese Welt ist verrückt. Warum? Oh, Mondpfote spielt mit Tigerpfote. Oh nein, sie spielen gar nicht. Die töten sich gegenseitig. Tigerpfote, es tut mir leid. Anscheinend gibt es dich nicht mehr.
Kaputter. Nein! Warum sterben hier alle? Warum sterbt ihr alle? Könnt ihr nicht einfach am Leben bleiben? Das ist für alle am besten. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Es ist mir jetzt egal, was er dazu sagt. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie es ist, dass der Fischclan nicht aus Katzen besteht, sondern aus anderen Tieren? Ich weiß, diese Welt ist schon verrückt genug und ich mache sie jetzt noch verrückter. Und zwar Tiere, die sich verstehen. Ihr werdet zwar dann nicht mehr jagen, aber ihr werdet wenigstens alle Farbschläge haben und nicht so verrückt sein. Ja? Ich mache es jetzt nämlich etwas. Und zwar war das gerade eine Schnapsidee von mir. Das ist das Einzige, was in diesem Spiel noch richtig läuft. Wir haben dann mal einen Fischkern aus Katzen und einen Fischkern aus den anderen Tieren, die bald hier sein werden. Ja, ich richte es erstmal schön ein. Auch Gemüse, nein, Gemüse haben sie genug, das Mais. Auch Obst könnt ihr auch haben. So, perfekt. Und Wasser. Und das ist jetzt das Lager des Fischclans, der nicht aus Katzen besteht, sondern aus anderen Tieren. Ja, man sieht jetzt sieht man schon, was das für Tiere sein werden. Tut mir leid, wenn ich eure Vorstellung nicht treffe, aber ich glaube nicht, dass irgendwie es mit Katzen funktioniert. Ich kann es auch wieder rückgängig machen, keine Sorge. Ich tue noch keine Tiere hier reinsetzen, sondern ich will nur wissen, was ihr davon haltet. Die Idee hatte ich gerade spontan. Ich bin auch sowieso eher ein spontaner Mensch. Und es ist sehr verrückt geworden. Ja. Ich habe jetzt was haltet ihr von dieser Idee? Frag ich mich gerade, weil da hätten wir alle Farbflecke, wir hätten 1000 verschiedene Rassen, wenn wir den Clan einfach aus Pferden machen würden. Wir haben doch alle so viel Fantasie, wir können uns vorstellen, dass Katzen wären, ja? Sieh nur da, das hier sind Katzen. Da läuft gerade eine Katze rum. Das da ist eine Katze und die kratzt sich gerade am Bein. Seht ihr, das kann man sich doch gut vorstellen, dass das eine Katze ist. Das sieht doch 100% wie eine Katze aus. Oder, ja, also, wir haben, hochlebe Fischstern, das Pferd. Also Fischstern, jetzt gibt es dich auch. Gut, ich glaube, ich werde das Video gleich wieder beenden. Und ihr sagt mir, was ihr von dieser Idee haltet. Ich beende das Video dann an der Stelle. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Pack speichern. Fischclan. Schreibt man immer noch groß. Speichern. Ja. Und jetzt hier Spiel beenden. Ja, jetzt beendet es das Spiel. Und ich beende das Video. Tschüss.